Hallo meine Schnuffis und herzlich willkommen zu einem neuen Unboxing. Und zwar schaue ich mal eben, wo wir meine Preisliste haben, damit ich euch die Preise direkt nennen kann bei den Produkten. Ihr seht hier schon das erste, was ich euch zeigen möchte. Das ist ein Set mit Tools und das ist wahnsinnig klasse. Also ich habe mich da riesig schon drauf gefreut. Bin froh, dass es jetzt angekommen ist. So. Dieses hier ist ein Set mit einem Stift, mit Mehrfachsetzern, mit Wachs und einem Klebepad. Und zwar von Diamond Art Gift. Diese Stifte gibt es jetzt in verschiedenen Shops neu. Und ihr seht dieses Muster, das kennt ihr schon irgendwoher. Solche Stifte habe ich euch schon mal vorgestellt. Aber mit dem Unterschied, dass hier noch hier so Riffel dran sind und etwas dicker und ich zeige euch gleich alles. Es gibt so viele neue Sachen in den Shops, man ist echt süchtig danach, immer die neuesten Sachen da zu haben. So, also. Ja, 9,99 Euro. Ja, seht ihr, und dafür habe ich jetzt so lange gesucht. Wir haben so viele neue Sachen im Shop. Ich werde verrückt. Stifte mit Glitzer. Aufhänger für die Bilder. Also, da muss ich euch jetzt ganz kurz was zeigen. Ich blende es euch dann ein. Ich mache mal eben einen Screenshot davon. Das ist ja der Wahnsinn. Auch schöne Weihnachtsstift. Oh, sind die toll. Moment. Ich mache einen Screenshot und blende euch den jetzt ein. Damit ihr seht, warum ich hier oh sage. Es gibt ganz viele neue Sachen, die werde ich beim nächsten Mal dann zeigen. Ich speichere mir das Ganze jetzt mal ab, damit ich es nicht vergesse. Damit Art Gift. So, 9,99 Euro dieses Komplettset. Und zwar haben wir hier, ich habe hier auf der Seite schon aufgemacht, diesen Stift, ja, ist der nicht toll? Ist die Farbe nicht der Hammer? Ich hoffe, dass das Licht reicht. Ich mache mal das Licht ein bisschen direkter. So. Ein bisschen heller, ne? Also so seht ihr, ich habe einen lilanen Stift ausgewählt. Pink, lila, weiß. Und der Unterschied an den normalen Stiften ist, das seht ihr hier vielleicht, da sind, ne? Da sind Rillen drin. Ah, der Fokus. Wie immer, ne? Ist egal. Zeige ich euch gleich. Wir holen mal, das sind mehrere kleine Schiffchen. Auch wie niedlich. Lilane kleine Schiffchen. Perfekt, wenn ihr mal wenig Farben habt. Dann könnt ihr die Steinchen da reinpacken. Einmal so schütteln und dann liegen die richtig rum drin. Ich finde die kleinen Schiffchen sehr niedlich, ja. Also lila hatte ich noch nie. Dann haben wir noch die Mehrfachsetzer. Die zeige ich euch gleich. Die werden wir an den Stift anbringen. Und ich zeige euch dann auch die Unterschiede zu den alten Mehrfachsetzern. So, dann haben wir hier Wachs. Und zwar lilanen Wachs. Den hatte ich auch noch nie. Und die sind etwas größer als die normalen Wachsstückchen. Ihr kennt ja die Wachsstückchen, die immer dabei sind. Die hier sind etwas größer. Finde ich eine super Sache. Und den lilanen Wachs werden wir definitiv testen. Und dann haben wir hier noch ein Klebepad, was perfekt ist, wenn ihr zum Beispiel ein Stativ habt, auf dem ihr paintet. Dann könnt ihr an den Stativ auf dem Bild so den Pad drauflegen und das Schiffchen dran und dann klebt es. Also dann rutscht es nicht runter, aber ihr könnt es immer wieder abmachen. Ne? Normalerweise sind die Teile ja fürs Auto gedacht, wenn man das Handy ablegen möchte, damit es nicht rutscht. Na, ihr seht, so ein Silikonteil, aber das klebt sehr. Also da müsst ihr schon, wenn ihr es sauber machen wollt, einfach klares Wasser drüber laufen lassen, dann ist es sauber. Alles schon getestet. So, dann gucken wir uns jetzt mal die Mehrfachsätze an. Ich habe dafür mal als Vergleich meine alten Mehrfachsätze rausgesucht, denn ich habe etwas entdeckt. Bei einer YouTube-Kollegin, die Aufsätze gezeigt hat. Und zwar, ihr kennt ja diese Metallsetzer. Ne? Die gibt es ja auch überall. Und da hatte ich bei diesen hier das Problem, dass das Löchlein sehr klein war. Ja, war zwar für viereckige gemacht, für viereckige Steinchen, aber zu klein. Definitiv zu kleine Löcher. So. Seht ihr? Wenn wir jetzt aber hier die neuen mal gucken, die sind der Wahnsinn, ich zeige es euch mal. Richtig große Bohrlöcher.
Ja, richtig viel Platz für Wachs. Und der nächste Unterschied ist, die werden reingedreht. Wie Schrauben reingedreht. Das bedeutet kein Rausrutschen mehr. Kein Rausrutschen mehr. Ist das schön. Guckt euch das an. Ist das nicht stylisch? Diese Regenbogenfarben dann auch noch, ne? Also ihr seht, die sind nicht so wie die alten. Und zwar wie diese hier. Ne? Da sieht man schon einen Riesenunterschied. Und dann habe ich mir hier die passenden Sätze rausgesucht, um zu vergleichen, inwiefern sich die verändert haben. Seht ihr den Unterschied? Also da sehe ich den noch nicht so ganz, aber ich meine, die Ränder wären schmaler geworden. Also hier diese Ränder sind ein bisschen schmaler geworden. Ist natürlich super. Finde ich gut, finde ich sehr gut. Gucken wir uns den mal an. Ja, so ein bisschen, ne? Also ein kleines bisschen. Dann haben wir hier einen großen Schieber. Guckt euch mal diese schönen Farben an, ne? So gelb, blau, lila. Je nachdem, in welchem Licht man es hält. So, dann mache ich mir den Dreiersetzer hier dran. Oh, nicht runterfallen. Was jetzt? Da ist er. Ich habe ihn. Einmal dran schrauben. Ihr seht, das ist kinderleicht. Einfach reindrehen. Ich finde das eine gute Sache, weil ich habe oft das Problem, dass diese Mehrfachsetzer entweder nicht mehr rausgehen oder nicht richtig reingehen. Ja? Und hier habt ihr das Problem nicht. Ihr dreht es rein und es passt. Und mit dieser Regenbogenfarbe einfach geil, oder? Also mal ganz ehrlich. Super toll. Und dann kann man das richtig gut in der Hand halten. Seht ihr? Das ist richtig gut hier für die Finger. Ne, also gefällt mir sehr gut. Ich habe den mir eben noch anderen Farben auch noch bestellt bei verschiedenen, um zu gucken, wie ich damit klarkomme. Diesen Setzer werde ich auch die Tage mal testen, diese Schrägsetzer. Ja, bin mal gespannt. Ja, das so viel zu dem Stift. Und dann haben wir noch was Neues im Shop. Und zwar gibt es jetzt Pölsterchen. Ihr kennt ja diese normalen Squishy-Pölsterchen, die zeige ich euch gleich. Da habe ich auch wieder eins bereitgelegt, um zu vergleichen. Ja, ich bin ja eine ganz Schlaue. Und zwar sind da immer diese hier dabei. Die kennt man, ja? Die sind in den Sets fast immer dabei. Moment. Und jetzt gibt es diese hier. Kegelförmig. Ja, auch ein bisschen mehr gepolstert. Haben wir noch einen durchsichtigen Stift irgendwo rumflattern? Ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Ich glaube nicht. Auf jeden Fall haben wir hier Polster. Und die blauen hier zum Beispiel oder halt grün, gelb. Die gibt es übrigens auch mit rosa und schwarz und so ein Krams. Und ich finde, die machen sich super. Die sind ein bisschen dicker als normale Squishies. Ich habe hier schon einen Stift vorbereitet, ja, mit Mehrfachsetzer hier. Und die macht man halt so, dass auf der einen Seite ein Polster ist, um den Mehrfachsetzer zu benutzen, und auf der anderen Seite ein Polster für den normalen Bohrer. Macht schon was her. Viele benutzen diese kleinen, dünnen Stifte ja noch, die bei den Bildern immer dabei sind. Ich habe sie auch immer sehr, sehr gerne benutzt. Und ich werde es, glaube ich, jetzt auch wieder ab und zu mal benutzen, ja. Also die rutschen nicht, die sitzen fest. Wenn man die erstmal drauf hat, dann sitzen die gut. Ich habe es jetzt an dem Glitzerstift angebracht. Und ja, ne, finde ich gut. Ich suche mal eben noch einen Stift und dann bringen wir die blauen mal an. Gemeinsam. Da war auch so ein Squishy wieder dran, so ein blauer. Den machen wir ab. Und dann machen wir diese hier dran, ne? Fangen wir hier mal an der Seite. So. Und an der anderen Seite natürlich mit dem dicken nach unten. Ich bräuchte noch einen Vierersetzer. Wollen wir denn noch einen Vierersetzer? Ich habe doch so viele. So. Ja, vielleicht andersrum gestalten.
Ja, schon besser. So. Also, so sieht's aus. Ja, ihr könnt so eure dünnen Stifte wieder schön gestalten. Ich finde, das macht schon was her. Ist schon richtig cool, dass man jetzt so ein bisschen dickere Polster hat. Ich find's gut, dass man hier jetzt so ein bisschen dickere Polster hat. Seht ihr? Richtig schön, auch sehr schön weich und ein bisschen gefederter als die anderen Squishies, die man sonst so kennt. Wobei ich sagen muss, diese hier rutschen so ein bisschen. Da muss man mal gucken, ob die anderen auch so rutschen. Testen wir einfach mal. Wo haben wir denn die Grünen? Die Grünen. Da sind die Grünen. Ja, die sind schon ein bisschen anders. Die sind schon, ja, die sind besser. Gefällt mir besser. Machen wir es in Mehrfachsätze ab. Und dann mache ich uns den Vierer dran. Wenn er denn abgeht hier. So. Perfekt. Also, wir haben hier den Squishy in grün. Den lasse ich jetzt auch da dran. Der sieht ganz gut aus. Dann habe ich nämlich hier den und hier den und kann die abwechselnd nutzen. Total gut. Perfekt, würde ich sagen. Ich packe mal eben die Stifte weg, die ich hier nicht benutze. So. Also, diese Squishies gibt es jetzt im Handel. Und ich gucke mal eben nach dem Preis. Der Preis für die Squishies ist 1,99. Das heißt, ihr bekommt 1, 2, 3, 4, 5 Farben je Set. Na? Die gibt es in den Farben, die ich euch hier gezeigt habe. Und es gibt die mit Lila, Rosa, Blau, Orange, Schwarz und Gelb. Also es gibt zwei oder drei verschiedene Varianten. So. Wir haben nämlich ein Bild, das ich unbedingt haben wollte. Da gehe ich jetzt mal ein bisschen weiter weg, weil es ein bisschen größer ist. Ein Bild mit der Größe 30 mal 50. Mit eckigen Steinen. Und wie viele Farben haben wir hier? 40 geballte Farben, ja. Das Bild legt sich direkt aus, wenn man es auslegt. Das ist richtig toll. Am liebsten würde ich es heute noch anfangen. Ich glaube, das mache ich auch. Also ihr seht ihr das? Ist das nicht? Also ihr seht jetzt fast nur hier dieses schwarze Feld unten, ne? Das Ding ist aber, es ist eine richtig schöne Landschaft und die zeige ich euch mal hier in einem Vorschaubild. 30 mal 50 passt gut auf den Schreibtisch. Ich meine, ich habe hier wieder einiges an Schwarz. Aber die Steine sehen gut aus. Ich glaube, das wird kein Problem werden. Ich komme mal näher ran, dann sieht man die Steine ein bisschen besser wegen dem Licht, ne? So. Ach, sorry, da hat man meinen Xbox-Controller und alles gesehen. Ich habe ein bisschen gezockt vorhin. Hier seht ihr die Steine. Und das sieht echt gut aus. Also ich würde es am liebsten heute noch anpainten. Vielleicht mache ich das und blende euch das dann auch noch ein am Ende. Ja. Weil die Farbe alleine hat es mir schon angetan. Ich liebe ja momentan so Landschaftsbilder und Bilder, die an Irland erinnern. Und da ist das doch perfekt. Guck mal, selbst die schwarzen. Also das ist ja noch nicht mal schwarz. Das ist ja. Oh. Tolle Farben. Ja, das lasse ich mir direkt mal draußen, das Bild. Das werden wir ein bisschen anpainten, um zu gucken, wie die Steine so sitzen. Und ich sage dann schon mal jetzt Tschüss vom Unboxing und ja. So, jetzt habe ich mal diese neuen Squishies getestet, also die neuen Pölsterchen für die dünnen Stifte, die immer bei Bildern dabei sind. Und zwar gibt es ja diese Sets, habe ich euch schon in meinem Unbagging gezeigt. Und ja, ich habe es jetzt getestet, bin hier am Painten fleißig. Und ihr seht, es ist so bequem an den Fingern. Also wirklich, man kann mit den kleinen Stiften jetzt endlich wieder richtig gut painten. Ja, ich kann euch das mal zeigen. Und zwar, oder durch die Kamera gucken und painten ist ein bisschen complicated. So, also. Ja, also es ist super bequem. Die Sets kann ich euch echt empfehlen, wenn ihr gerne mit den leichteren kleinen Stiften paintet, ne? Super Sache.